Moin Moin Schizos und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Risk No Fun. Ja, noch bin ich ganz entspannt, noch bin ich ganz gechillt und die Katzen laufen hier auch irgendwo herum. Da hinten ist Lucy, ich weiß nicht, ob man sie sehen kann, am Gebüsch. Richard und Herr Müller, die toben hier auch irgendwo rum. Ja, und toben ist eigentlich das richtige Stichwort, beziehungsweise Herausforderung, Challenge. Ja? Time for crazy challenges. Es erwartet mich heute einiges. Und deswegen würde ich sagen, nicht lange schnacken, es geht direkt los, ab zur Aufgabe 1. Und die kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor aus der letzten Aufgabe. Denn da waren wir schon mal auf dem Parkplatz gewesen und dann habe ich diese Haarwachsstreifen, Kaltwachsstreifen, habe ich die mir auf den Arm befestigt und dann haben wir dort Raketen dran befestigt, ja, mit so einem Seil. Und dann sind die Raketen abgefeuert und sollten mir das Ganze vom Arm reißen. Nee, ist gar nichts passiert. Alter! Guck dir das an! Oh. Ist immer noch drauf. Hat nur einen krassen Ruck gegeben. Das war's. Ja, also, wir werden jetzt 4 Kaltbackstreifen befestigen. Das sind die Regeln dazu. Ich werde also einmal am linken, am rechten und auch am linken und rechten Bein und Arm werde ich also diese Kaltwachsstreifen befestigen lassen von meinem Vater. Und dann werden wir wieder das Band befestigen. Diesmal allerdings nicht mittig vom Kaltwachsstreifen, sondern mehr an der Seite, dass es möglichst dann auch wirklich richtig runtergezogen wird und diesmal nicht in der Mitte durchreißt. Jetzt wollen wir es also diesmal besser machen. Es sind 4 auf einmal. Die werden alle am Auto von meinem Vater befestigt. Das ist genau vor mir. Die Kamera, in die ich gerade reinspreche, die befindet sich im Kofferraum vom Auto. Und da fährt er jetzt gleich an. Und dann werden alle 4 Streifen hoffentlich gleichzeitig runtergerissen. Wichtig, und das steht auch in den Regeln, wichtig, von den 4 Streifen müssen 2 auf jeden Fall komplett runter. Sonst gilt diese Aufgabe als nicht bestanden. So, und jetzt legen wir mit den Vorbereitungen los. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich eines Tages mal vor meinem Vater rumrubbel. Ja. Hast du mich eigentlich schon mal beim Onanieren erwischt irgendwie oder so? Bei allem. Bei allem? Im Kinderzimmer. Im Kinderzimmer alleine, als hätte ich im Kinderzimmer onaniert. Das klingt, als wenn ich als 7-Jähriger mir schon runtergelegt habe. Von meiner Schwester. Gejackt habe. Wieso meine Schwester? Hat die das gemacht oder was? Ja, du hast immer gesagt Applaus. Applaus, ja. War das so, ne? In your face. Okay, das ist Dirty Talk, das müssen wir alles rausschneiden. So, wie machen wir das jetzt wieder? Ja, ich würde sagen, ich klebe den Ansatz schon mal drauf. Ja, und dann mache ich da jetzt den Schluss. Du machst den Rest. So, hier muss er jetzt oben schon. Ja, aber eigentlich sollte man auch das. Du musst dich da ganz. Haare haben, ne? Ja, wollte ich ja. Ja, ich habe keine Haare. Ja, viele denken sich ja immer, Mensch, was denken sie eigentlich deine Eltern und so? Aber letztlich kennt er mich ja gar nicht anders, ne? Du bist da. Schon immer so ein Mongo gewesen. Ja. Er braucht ja gar nicht viel fahren, er fährt wirklich hier nur ein ganz kleines Stück. Es hängt hier nur so ganz schlaff durch. Er braucht im Prinzip nicht mal einen Meter fahren, theoretisch, und schon kommt Spannung drauf. Wir werden sehen, entweder lösen sich die Klebebänder. Ja, oder er schleift mich einfach hinterm Wagen hinterher. Wir werden sehen. Notaufnahme ist diesbezüglich auf jeden Fall schon mal informiert. Ja. Steven Spielberg, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Steven Spielberg ist da drüben. Ist ein Regisseur, Kameramann, Vater, Weggefährte, Freund, Leitgenosse und ein Vorkoster. Das muss man an der Stelle auch mal einfach sagen. Na, geht nicht so?
Oh, ich darf das Gleichgewicht jetzt nicht verlieren. Sonst ist es schon vorbei. Ja, man muss es auch loben, ne? Also. Er versucht ein gutes Bild für euch reinzukriegen. Das ist löblich. Ja. Bitte anschließend in die Kommentare Hashtag was weiß ich, mein Vater ist ja Günther, ne? Hashtag geiler Günni oder so. Geiler Günni. Hashtag geiler Günni, dann freut er sich. Komm, Freunde, das macht er mal. Hashtag geiler Günni. Hashtag geiler Günni ist am Start. Er betritt den Wagen. Ja, und dann ist halt nur wichtig, dass ich jetzt hier. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich gleich zurücklehnen soll in den Zug. Okay. Gas. Ah! Oh! Fuck it, Alter. Aber Aufgabe bestanden, Freunde. Aufgabe bestanden. An den Armen komplett gelöst. Nur an den Beinen ist es wieder mittig durchgerissen. Aber dadurch, dass die Arme so eine leichte Schräglage hatten, ist. Aber auch die Arme hatten jetzt eine leichte Schräglage, deswegen ist es da gut runter. Und hier ist es halt wieder durchgerissen, weil die so gerade sind, die Beine. Hätte ich wahrscheinlich noch so gemacht, wären die auch runter. In der Luft so, ja. Aber ja, ihr seht es, ja. Also an den Armen wirklich komplett gelöst. Nur an den Beinen. Da klebt es halt noch. Aber da gucken wir uns jetzt noch mal ganz schnell die Zeitlupe an. Mist, da fällt mir gerade noch ein, am Bein kleben wir noch die Dinger dran. Die müssen ja auch noch ab, ne? Darf mein Vater wieder machen. Hat er wieder größte Freude. Hau ab, Digga! Klar. So, also Aufgabe bestanden. Sehr gut. Kein Loser an der Stelle mal. Und wir kommen direkt zur nächsten Aufgabe. So, Schiedsrichter, pass auf. Jetzt haben wir etwas vor. Das habt ihr vielleicht schon auf den einen oder anderen YouTube-Video sehen können. Und zwar gibt es ja diesen Stinkefisch, ne? Diesen schwedischen Stinkefisch, der hört auf den Namen Surström. Und wenn man den versucht zu essen, dann übergeben sich schon die meisten. Es geht meistens schon damit los, wenn man die Dose anschraubt, also öffnet, und da kommt schon so die erste Gaswolke raus, dann ist meistens bei den meisten Leuten schon vorbei. Ich zeige euch mal einen kleinen kurzen Zusammenschnitt von ein paar anderen Videos, die das Ganze mal ausprobiert haben. Leck mich an!
Okay. Ja, hier ist der Fisch drin, ne? Und ich kann ihn ja schon einmal rausholen. Der Zoll hat das Ganze schon geöffnet gehabt, hatte das Ganze schon kontrolliert gehabt. Das Ganze kommt aus Schweden und ist hochexplosiv. So, das ist kein Spaß. Man darf diese Dose tatsächlich auch auf Flügen nicht transportieren. Das Ganze darf nicht mit im Flugzeug sein, weil vielleicht kann man es ein bisschen sehen, diese Dose wölbt sich leicht nach oben und das ist jetzt nicht normal, sondern das ist wirklich, weil da drinnen ordentlich Druck ist. Da haben sich Gase gebildet, weil das ein gammliger, eingelegter Fisch ist. Und ich blende euch mal ganz kurz den Text ein, was auf Wikipedia steht, wenn man mal diesen Fisch dort eingibt. Da steht nämlich Folgendes. Surströmming ist eine schwedische Fischspeise, die durch Säuerung konserviert wird. Sie riecht intensiv, faulig und stinkend. Und wenn wir mal weiter runter scrollen, steht da, in Deutschland verspritzte zu Weihnachten 1981 eine Mieterin absichtlich im Treppenhaus und im Garten Surströmmingbrühe. Ihr Mietvertrag wurde fristlos gekündigt. Das Landgericht Köln bestätigte die Kündigung, nachdem in der mündlichen Verhandlung eine Dose Surströmming geöffnet worden war. Ja, ganz, ganz leckere Delikatesse, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wie ich darauf reagieren werde. Wir arbeiten auch hier jetzt wieder mit zwei Kameras, damit wir nämlich auch sehen, ob mein Vater das Ganze aushält. Ne? Er sagt, er schafft es locker. Denn diese Aufgabe besteht aus zwei Aufgaben. Nämlich einmal, sobald die Dose das kleinste Loch drin hat, Gas ausströmt, ab da an gilt die erste Aufgabe, ich darf mich nicht übergeben. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, ich muss in der Größe eines Teelöffels, also ein Stück, was auf einen Teelöffel passt, das muss ich wirklich essen und runterschlucken. Und nicht nur rein in den Mund runterschlucken, sondern auch laut Regelwerk muss ich mindestens 5-mal drauf kauen, bevor ich es runterschlucke. Das ist die zweite Aufgabe. So. Und hier gilt, eine Aufgabe muss ich mindestens davon schaffen. Wenn ich eins nicht einhalte, dann ist egal. Ich kann das Ganze so nicht machen, ne? Hier so mit meinen Klamotten und so weiter und so fort. Es ist schon alles sehr bestialisch. Es ist quasi das Vortor zur Hölle. Und dementsprechend werde ich mich noch mal ein bisschen rüsten. Bis gleich. So, okay, also ich bin jetzt in voller Montur. Ich habe mich hier ein bisschen geschützt, damit das nicht so auf die Klamotten spritzt. Handschuhe ist klar. Und das erklärt sich gleich von alleine, was hier nämlich passieren wird. So, los geht es. Ich nehme Platz ein. Ja. Ich mache das hier schon mal vorsichtshalber auf, denn es könnte gut sein, dass man nachspülen muss. So, dann Freunde, ja, die guten Tischmanieren, die dürfen natürlich nicht ausbleiben. Ich weiß nicht, können wir das hier irgendwie, ich lege es hier vor mir hin. So, ich lege es hier vor mir hin. So, okay. So, und nun werde ich mich hier an der Dose versuchen und den ersten Anstich machen. Ja. Los geht's. Und warte. Gucken. Ja. Achtung und Gas ist rausgekommen. Okay, ich rieche schon, ich rieche schon. Den Duft kenne ich irgendwer. Okay, alle. Oh Mann, das erinnert mich an verfaulte Eier damals. Ich hatte Hühner und wenn die zu lange unter dem Brutlicht waren und da drin war gar kein Küken, dann kam da ja so. Ups, da fallen mir schon die Hörner ab. Die haben auch keinen Bock mehr. So. Kriegst du schon was? Nein? Es hat auch nur kurz gezischt. Boah! Okay. Ah. Also es ist auf jeden Fall ekelhaft. Ich sag mal, vom Riechen her würde ich es vielleicht jetzt echt noch aushalten. Ich muss aber dazu sagen, ich habe heute noch nichts gegessen. Wenn ich jetzt davon ein Stück im Mund nehme, dann kotze ich so definitiv. Okay, ich habe hier Gabel und Löffel. Es muss ja, wie gesagt, die Größe des Teelöffels haben. Und ja, ich
ich nehme jetzt mal so ein Stück Fisch hier hoch. Boah, ist schon extrem widerlich. Es riecht echt wie so richtig verfaulte Eier, ne? Wo dann schon das Eigelb grün ist. So sieht's aus. Da unten hängen auch schon Gedärme oder sowas dran. Oder so Innereien. Ja. Also, es zippelt und es zappelt hier. Wir nehmen den jetzt einfach mal. Oh Leute, es ekelt mich so an. Hinten sieht man noch die Schwanzflosse. Ja, ich habe jetzt hier gar kein richtiges Brett oder so. Vielleicht kann man ja den Deckel einfach mal zur Hilfe nehmen. Boah, puh. Also, es erinnert mich komplett an meine verfaulten Eier von damals. So. Aber komm, wo mein Vater hier ist, geh einmal mit der Nase ran. Nimm einmal einen Zug. Ich finde so dicht. Ne? Okay. Nee, ich will da jetzt nicht noch dichter dran. Hab das auch schon direkt vor mir. Das riecht total so nach... Ach, schwer zu beschreiben. Oh. Okay. Also, für den Fall der Fälle, ihr kennt ihn vielleicht noch. Es gibt ihn immer noch. Künstler bei der Arbeit, der weltberühmte Kotzeimer vom allerersten 24-Stunden-Stream und auch weitere verrückte Aufgaben. Okay, ich stelle den mal hier so beiseite. Jetzt muss ich hier, wir hätten ein Messer haben müssen, ne, irgendwie? Wie soll man einen Fisch denn so? Na, nehmen wir mal. Boah, Digga, hau ab, ey. Und ich muss auch noch 5-mal drauf umkauen. Sind das Gräten? Das ist ja alles noch drin. So, das wäre jetzt hier so ein Stück Teelöffelgröße. Ja, wir wollen es nicht übertreiben, das reicht schon, ne? Oh, da sind da Gräten, das ist ja widerlich. Kann man die noch so ein bisschen entfernen? Oh, hier ist ja alles voller Gräten, kann man die mitessen? Das macht es ja noch abartiger. Gräten mit Haut und alles. Ich habe heute noch nichts gegessen, ne? Servus. Okay. Also, hier nochmal. Das ist jetzt der Löffel. Mit Gräten. Oh Gott, mit Gräten. Und 5-mal kauen, okay. Und dann komplett runterschlucken, ne? Ist jetzt nichts im Eimer, aber es wirkte gerade halt, ne? Also ganz, ganz salzig. Im Mund natürlich vom Geschmack her nochmal ganz extrem. Ja, aber habe ich bestanden, ne? Aber komplett. Enttäuschung für alle. Er hat's geschafft. Das war so nicht geplant. Nicht gespuckt, noch nicht. So gut. Und das Stück gegessen. Und jetzt ja, solltest du nicht noch irgendwas machen? Nur wenn ich komplett verliere. Es geht ja noch weiter. Da du ja Shizu bist, musst du ja jetzt hier was trinken. Nee, hau, verpiss dich. Ich.
Den kann ich nicht mehr. Nee, ich trinke doch jetzt hier nicht die Suppe. Ja, weil dann kotze ich auf jeden Fall. Ey, wir können auch froh sein, dass ich jetzt hier nicht spucken musste. Oh nee, das geht nicht. Das ist super. Aber warum bist du denn so einer? Mit dir dreh ich doch nie wieder. Ich bin ja froh, dass ich es geschafft habe überhaupt. So, erstmal ein Stückchen hinterher. Ja, es tut mir leid, dass ihr jetzt enttäuscht seid, ne? Ich habe weder gekotzt, noch habe ich die Aufgabe verweigert. Das heißt, auf jeden Fall gewonnen. Und naja, schauen wir mal, wie es heute ausgeht. Einige Aufgaben warten ja noch auf mich. Weiter geht's. Stößchen. Ja. Digga, hau ab mit der Scheiße hier. Ich kann das nicht machen. Ich gewinne dadurch ja nichts. Hat euch ja einfach nichts. Ob ich das jetzt noch mache? Das ist für gar nichts, ist das. Für nix, wenn ich das jetzt trinke. Für einfach gar nichts. Oh, ich hasse. Also, ihr Format ist auch scheiße. Ich höre damit übrigens jetzt auf. Ich mache das nicht mehr mit No Risk No Fun. Ich werde den Geschmack nicht los. Wie kann man das auch trinken? Alles so salzig und fischig im Mund. So, haben wir jetzt hier im Haus noch irgendjemanden, wo wir das in den Briefkasten kippen können? Oh, ich muss kurz was hinterher spülen. Boah. Ist immer noch da. Ja, also entweder machen die anderen alle da extremes Theater. Was wir haben so an der Funktion, ja. Und dann kommt der Fischkram wieder hoch, so vom Geschmack her. Ist noch gut, das tupper ich ein. Das tupper ich ein. Für schlechte Zeit, wenn ich wieder kein Geld habe. Ja. Das war jetzt richtig dumm. Jetzt ist das ja alles da reingelaufen, was noch da am Resttropfen drin war. Ich muss die ganze Zeit immer noch aufstoßen und dann kommt wieder dieser salzige Fischgeschmack hoch. Das ist jetzt auf jeden Fall tief in mir. Und damit ich jetzt erstmal einen anderen Geschmack kriege, sind wir jetzt erstmal zu McDonald's. Habe ich mir erstmal was geholt. Und zwar, ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Ja, ein bisschen ist man jetzt auch auf den Geschmack gekommen, das ist klar. Erstmal schön Filet-O-Fisch gönnen. Ja. Und wir machen mal weiter mit der nächsten Aufgabe, ne? Prost, wollte ich sagen, aber was haben wir beim Essen? Guten Hunger. Ja. Guten Appetit eigentlich. Naja. Also, hau weg den Dreck, ne? So, also die nächste Aufgabe, ja, die ist auch wieder ein bisschen crank. So heißt sie. Ja, die Regeln, ehrlich gesagt, weiß ich selber noch nicht so genau. Das Ganze ist ein bisschen spontan jetzt gestaltet. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe hier so ein kleines Mini-Skateboard, ja. Darauf werde ich mich jetzt versuchen fortzubewegen. Das erste Mal überhaupt, dass ich auf so einem Skateboard bin. Deswegen darf ich auch laut Regelwerk, das ich mir gerade spontan überlege, darf ich auch einmal mit dem Skateboard ein bisschen proben, ja. Dass ich ein Gefühl kriege, wie ist es überhaupt, sich darauf fortzubewegen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Parcours aufgebaut, den zeigen wir euch gleich. Vier solche Pylonen, ne, solche Hüte, um die ich dann so slalommäßig rumfahren muss. Und jetzt kommt der Clou, das ist natürlich nicht alles. Denn ich weiß nicht, wie man das Ding hier nennt. Ja. Gibt es dafür einen Namen, einen Begriff? Weiß nicht. Also, dieses Ding auf jeden Fall habe ich. Und ich zeige euch mal eben, ich habe hier
solche Bälle, ja, drei Stück davon. Damit darf ich auch noch mal gleich ganz kurz üben. Drei Stück habe ich davon. Das heißt, wenn ich während der Fahrt einen Ball verliere, ist egal. Ich habe hier in der Tasche noch zwei weitere. Wenn die allerdings aufgebraucht sind und alle Bälle fliegen weg, dann ist vorbei. So, wie ist jetzt konkret die Aufgabe? Die Aufgabe lautet, ich muss natürlich von A nach B, also vom Anfang bis Ende, Slalom fahren. Also die Strecke muss ich komplett absolvieren. Und während der Strecke muss ich tatsächlich, würde ich dann auch mal sagen, dreimal diesen Ball hochwerfen und wieder auffangen. So, ne? Dreimal muss ich das schaffen. Ich kann es also so oft versuchen, wie ich will, aber dreimal muss ich es während der Distanz schaffen. Zeitvorgabe gibt es nicht. Jetzt darf ich ein bisschen üben und deswegen zeigen wir euch jetzt auch mal die Strecke. Also so sieht sie aus. Da sind die Hütchen aufgebaut. Ich mache einmal eine kleine Trockenübung. Jetzt nur mal mit dem Skateboard, noch nicht mit den Bällen. Einmal, ich habe das ja schließlich noch nie gemacht. Ne? Ich stand auch noch nicht mal auf einem großen Skateboard. Und jetzt auf so einem kleinen Skateboard ist natürlich schon, ja. Aber gut, wenn ich noch nicht mal weiß, wie es mit einem großen Skateboard ist, ne, dann... Okay, so, einfach mal überhaupt ein Gefühl dafür kriegen. Ne? Es ist, hier passt ja maximal ein Fuß drauf. Es geht jetzt übrigens auch nicht darum, dass ich mit meinen Füßen draufstehe, sondern ne, ich darf, wie man es halt beim Skateboardfahren auch so macht, mit einem Bein Anschub geben. Das Problem ist, ich weiß noch nicht mal, wie man das hier richtig lenkt. Das kann man besser, wenn man eigentlich mit zwei Beinen draufsteht. Wenn ich hier weiter hinten bin, ist natürlich auch die Gefahr, dass ich schnell wegkippe. Aber ich muss ja irgendwie gleich... Nee, ich mach das mit rechts, weil rechts ist mein starkes Bein. Ich glaube da... Boah, Leute, das ist ja wieder eine Scheißaufgabe. Wie soll ich das denn jetzt hier gleich machen? Und dabei soll ich noch so machen und kann mich nicht auf die Strecke eigentlich konzentrieren, ne? Ist das schon wieder bescheuert. Also so wäre okay, ne? Ich muss mich halt nur fortbewegen und halt hier drumherum kommen. Die Pylonen haben... Ja klar, die Pylonen haben einen Abstand von ca. 2 Metern. Also so muss ich mich halt immer sofort bewegen. Das muss ich halt schaffen. Das ist alles okay, ne? Das ist alles okay. Ich darf bloß jetzt nicht mit beiden Beinen dann wieder runterkommen, hier stehen oder warten und muss halt dabei dreimal rumklippern. Okay, da habe ich schon mal ein leichtes Gefühl, dass es auf jeden Fall eine rucklige Angelegenheit wird. So, und jetzt noch mal kurz eine Trockenübung mit diesem Schussgerät. Ich weiß nicht, wie heißt das denn? Hä? Okay, aber das jetzt noch in Kombination mit dem Skateboard, ich weiß ja nicht. Freunde, ich würde sagen, wir legen los, auf geht's. Okay, also die Ersatzbälle habe ich in der Tasche. Wie gesagt, wenn die wegfallen, darf ich zweimal quasi nachladen, aber dann ist auch vorbei. Ja. Das heißt, ja, im Prinzip, wenn ein Ball runterfällt, daneben fällt, ich darf nicht anhalten, den aufheben. Also so gesehen habe ich ja eigentlich auch nur maximal 3 Versuche, ne? Und dreimal muss er auch klappen. Also im Prinzip muss jeder Wurf direkt klappen. Wenn einmal schon daneben fällt, eigentlich schon schwierig. Ah, wir schauen. So, okay, Bein ist drauf. Gut, ich muss jetzt hier also mich durch diese 4 Pylonen schwängeln. Schwängeln, Freunde, ist klar. So. Ja, das wäre blöd, wenn das gleich passiert. Boah, das ist echt krass, ne? Ich muss ja sogar nach oben gucken. Das kann ja nichts werden. Das kann ja nichts werden. Ich habe nur einen Durchgang. Wie soll das was werden? Na, er sagt ja keiner, dass ich hier schnell sein muss. Ich mache einfach langsam. Ich versuche langsam zu machen. Vielleicht gewinne ich damit, ja. Okay, schauen wir mal. So, erstmal jetzt ein bisschen anfahren. Los geht's. Ach, der ist schon vorbei. Okay, ich weiß nicht, ich drehe einfach mal um, weil... Das war ja nur, das war ja sonst nicht anders möglich. So, den hab ich nicht. Okay, einen habe ich noch. Und der muss aber klappen jetzt. Hab ich nicht geschafft. Sah es erbärmlich aus oder war es eine coole Nummer? Loser, ne? Ja, da hat er recht, Loser, vergeigt. Ich glaube, das hätte deine Mutter mit ihren Handicaps besser gemacht. Meine Mutter hätte das definitiv besser gemacht, da bin ich mir sicher. Hashtag Eutertina. bloß nicht Hashtag Eutertina. Ja, okay, so, dann ja, ist das wieder mal vergeigt. Freunde, reden wir nicht lange drüber, kommen wir direkt zur nächsten Aufgabe. So, jetzt kommen wir also zur Aufgabe und so heißt sie.
Genau so sieht's aus. Das werde ich allerdings nicht jetzt machen, denn die meisten von euch haben es bereits mitbekommen. Das habe ich ja schon gemacht, und zwar live. Ich habe einen Livestream gemacht und musste ja erstmal die ganzen Tänze proben. Also, netterweise hatte für mich Chris vom Monitor Junkies 10 Fortnite-Tänze zusammengestellt, denn ich wollte ursprünglich 10 Tänze tanzen. Und dann habe ich live gestreamt, habe mir diese 10 Tänze angeschaut, war völlig baff und fix und fertig, als ich mir das angesehen habe und dachte schon, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist schon mal eine ziemlich harte Nuss, ja. Da erwartet mich einiges. Was meint ihr? Wie stehen meine Chancen, das heute hinzukriegen? Und zwar alle 10 direkt hintereinander, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nick, grüß dich! Let's kill Fortnite and make the world great, oder was? Great, great again. Whatever, ne? My English is so gut wie meine Hygiene. Und ich habe mich dann während des Streams halt an die unterschiedlichen Tänze angewagt und merkte schnell, da sind tatsächlich einige dabei. Die kann ich wirklich nicht meistern. Das kriege ich jetzt auf die Schnelle einfach nicht hin. Und dann in Absprache mit dem Live-Chat haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nur 5 Tänze von den 10 absolvieren muss. Habe mir dann also 5 rausgesucht von diesen 10. Das war meine Aufgabe und dann habe ich im Livestream halt erstmal versucht, die ganze Zeit zu proben, zu proben, zu proben, zu proben. Um mal zu schauen, inwiefern ich den jetzt drauf habe. So, also. Also, ist es ungefähr so. 1, 2, 3. Irgendwie so in der Art. War ungefähr richtig, oder? Ich werde es auf jeden Fall nicht synchron hinkriegen, da genau mit den Tänzen mithalten zu können, ne? Ich bin froh, wenn das ansatzweise in eine richtige Richtung geht, ne? Okay, ich versuche es nochmal. Okay, so, der Tanz davor. So. Dann. So, also lauten die Regeln dazu. Ich muss 5 Original-Fortnite-Tänze nachtanzen. Das Ganze muss nicht hundertprozentig synchron sein. Und ob ich diese Aufgabe bestanden habe, das entscheidet ihr. Da das Ganze live war, konntet ihr per Abstimmung entscheiden, habe ich das Ganze jetzt gepackt, ja oder nein. So. Und jetzt schauen wir erstmal quasi in das Finale rein. Als ich mich dann einigermaßen sicher gefühlt habe, nach ja, so knappen 3 Stunden, nicht ganz, nach knappen 3 Stunden, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich den Durchgang. Wie gesagt, man muss wirklich von Anfang bis Ende durchtanzen. Man darf nicht unterbrechen, nicht stoppen. Ja, das sind alles die Bedingungen. Aber letztlich entscheiden diesmal hier gar nicht mal so sehr die Regeln. Das sind nur Richtwerte. Am Ende entscheidet ihr, beziehungsweise habt ihr ja bereits. Nun schauen wir uns mal an, wie ich das Ganze denn so gemacht habe. Hier also das Finale, hier die 5 Fortnite-Tänze. Gut, dann machen wir es jetzt offiziell und dann schauen wir mal, wie ich mich meister oder ob ich es jetzt verkack. Was soll's? So, jetzt schauen wir. Okay, gut. Okay. So, Achtung, jetzt geht's los. One, two, three, four. Dum, 1, 2, 3, 4.
Geschafft. Und wie gerade eben schon erwähnt, am Ende seid ihr diejenigen, die entscheiden durften. Und zwar per Abstimmung. Und wenn wir mal hier auf die Abstimmung draufgehen und nachschauen, dann steht dort, die Mehrheit hat gesagt, jo, hast du geschafft, Digi. Und insofern ist auch diese Aufgabe bestanden. Also, Winner! Ja, es war wirklich eine harte Nuss. War wirklich eine harte Nuss, was ich mir dazu gemutet habe. Ja, und jetzt geht's direkt weiter. Wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Ich bin hier an meinem vertrauten Platz. Und das hat jetzt folgenden Grund. Das nächste Spiel ist sehr, sehr spontan überlegt. Ich habe so ein großes Netz mit ganz vielen bunten Plastikbällen drin, ja, die bekannt sind aus diesem Bällebad. Unten bei mir im Keller gibt es eine Waschküche. Und da habe ich das Abflussrohr, quasi Gulli könnte man sagen, habe ich abgeklebt, sodass da kein Wasser mehr ablaufen kann. Ich habe dort zwei Wasserhähne, volle Möhre aufgedreht und dort läuft das ganze Wasser jetzt in den Keller, quasi in die Waschküche. Die wird jetzt ein bisschen geflutet, sodass da so ein kleines Becken entsteht, dass es so ein bisschen knöcheltief quasi ist. Und dann schwimmen da drauf die ganzen Bälle hin und her. Und natürlich durch mein ganzes wildes Agieren werden sie hin und her geschwappt. Und ja, ist da nicht ganz so einfach, diese ganzen Bälle sich zu schnappen. Das Ganze habe ich schon gedreht. Ja, das habe ich jetzt vorhin gedreht. Und ich werde, wenn ihr das gleich seht, wie ich das mache, werde ich dabei nicht reden oder sprechen. Denn das ist hier in einer Wohnung, beziehungsweise in einem Haus, wo mehrere Parteien wohnen. Und das war schon so ein bisschen, ne? Allein schon, dass ich da die Waschküche so flute und da die Wasserhähne voll aufdrehe und so weiter und so fort. Also, es war schon ein bisschen so, ne? War schon sehr nervös, wenn da jetzt einer der Mieter kommt und so und mal kurz reinguckt und sieht, was ich da wieder Verrücktes mache. So, deswegen dachte ich, dann werde ich nicht da jetzt noch irgendwie moderieren, sprechen oder irgendwas, sondern halt über meinen Bubble und mache einfach meine Aufgabe. Hier sind die Regeln. Folgendes ist angedacht. Und zwar werde ich versuchen, innerhalb von 6 Minuten, ich denke, das ist eine realistische Zeit, das in dieser Zeit schaffen zu können. In diesen 6 Minuten muss ich die gesamten Bälle, ich weiß nicht, wie viele es sind, es ist ein Netz, das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, ich weiß nicht, ob es noch vollzählig ist, ich habe noch nie diese Bälle gezählt oder so. Also, das heißt, ich kenne da jetzt keine Zahlen oder sowas. Und es sind 7 unterschiedliche Farben, denn man sieht das gar nicht so genau, aber die gelben Bälle, die sind zweitönig. Ein hellgelb und ein dunkelgelb. Und das gleiche nochmal bei den grünen Bällen. Da gibt es auch ein hellgrün und ein dunkelgrün. So, und dann gibt es halt noch die roten, die blauen und die orangen. Und ja, diese 7 Farben muss ich quasi nicht sortieren, aber ich muss halt anschließend die jeweilige Zahl angeben können, wie viele blaue Bälle gibt es, wie viele gelbe, wie viele grüne und so weiter. So, dafür habe ich mir unten in der Waschküche hinten an der Wand grüne Zettelchen hingeklebt, auf denen ich dann eben mit einem Edding immer ganz schnell eintragen kann, was für eine Summe ich nun habe. Wie gesagt, das alles innerhalb von 6 Minuten und außerdem gehört zu den Regeln, dass ich mich pro Farbe sondern ich darf mich insgesamt 2-mal verzählt haben. Um eine Zahl aber auch nur, ne? Also, das gehört zu den Regeln, das ist so ein bisschen die Gnade bei diesen ganzen Bällen und so. Also ich darf mich 2-mal verzählt haben und das auch nur um eine Zahl. So. Und ich muss das Ganze in 6 Minuten schaffen. Das Ganze werde ich jetzt kommentieren, ja? Ich habe das Ganze jetzt schon geschnitten. Ich gucke mir das jetzt an, mache einen Durchgang. Also wenn ihr mich jetzt kommentieren hört, das werde ich nicht nochmal irgendwie schneiden, bearbeiten, sondern ich gucke mir das jetzt so in Originallänge an, wie ihr es jetzt auch seht und werde es dann dazu nochmal kommentieren. Also Frage an mich selbst. Shizu, bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Deine 6 Minuten laufen. So, die 6 Minuten sind gestartet. Und ich habe mich entschieden für hellgelb. Mit der Farbe habe ich begonnen. Und es ist nicht so einfach, gerade bei den gelben Bällen, wovon es ja 2 Farbvarianten gibt, hellgelb und dunkelgelb, das gleiche ja wie auch mit grün.
ist es wirklich nicht einfach, gerade unter Zeitdruck, das auf die Schnelle zu erkennen. Sowieso dieses bunte Durcheinander. Man kann jetzt auch hinten gut erkennen, dass da einige Bälle unter das Becken rutschen, schwimmen. Und auch da muss ich natürlich auf die Knie gehen, um sie dann da rauszufischen. Und da war alles voll mit Spinnenweben und so. Ja, während der ganzen Aktion läuft das Wasser weiter, weil sich die Verdichtung an diesem Abfluss leider schon wieder ein bisschen gelöst hatte. Und damit wir diesen Wasserpegel behalten, musste ich währenddessen das Wasser weiterlaufen lassen. Ich schmeiß die Bälle immer hinten ins Becken rein und versuche dann immer währenddessen mitzuzählen. Allerdings kann ich euch sagen, umso mehr Zeit verging, umso schwieriger wurde es auch nachher, sich aufs Zählen zu konzentrieren. Es wurde immer anstrengender. Den Edding hatte ich in der Hosentasche. Jetzt finde ich aber immer noch wieder ein paar hellgelbe Bälle. Ich versuche dann immer wieder die Zahl, die ich im Kopf hatte, zu behalten und natürlich dazu zu zählen, nicht durcheinander zu kommen. Es war wirklich nicht einfach. Und noch einer. So, dann die Zahl eingetragen. Ich hatte ja da hinten die grünen Karten mit den verschiedenen Farben und wo ich jetzt nach und nach die Zahlen eintrage. Ich beschleunige das Ganze jetzt hier ein bisschen, damit wir jetzt nicht 6 Minuten in voller Länge sehen müssen. Letztlich sammle ich einfach nur die Bälle ein. Ja, so spektakulär ist es nicht. So, und ich habe als zweites mit dunkelgelb weitergemacht, damit die gelben schon mal alle weg sind. Auch die Zahl wieder eingetragen. Und weiter geht's mit den orangen Bällen. Ich habe nach der ganzen Aktion die eingesammelten Bälle hier oben nochmal in der Wohnung in die Badewanne gekippt und alle nochmal in Ruhe gezählt, damit ich euch auch gleich am Ende sagen kann, ob denn meine Ergebnisse stimmen. So, Orangenbälle auch alle eingesammelt, Zahl wieder notiert und weiter geht's mit den roten Bällen. Wieder beschleunigen. Und die roten Bälle, die waren wirklich in der Überzahl. Also im Vergleich zu den anderen Farben waren die roten wirklich deutlich mehr. Und ich dachte auch, das nimmt überhaupt kein Ende mehr mit den roten Bällen. Jetzt sind es noch 30 Sekunden. Wir lassen mal wieder die normale Geschwindigkeit laufen. Und ihr seht es schon, noch 20 Sekunden. Es gingen noch alle grünen Bälle dort, noch alle blauen Bälle dort. Die letzten 10 Sekunden laufen. Nochmal unterm Becken wieder nachgeschaut. Auch dort haben sich wieder ein paar rote versteckt. Und die Zeit ist um. Ich hatte ja zwischendurch überhaupt nicht nachgeschaut, wie viel Zeit ich noch habe. Deswegen kam es dann überraschend für mich. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend, kann ich euch sagen. Es hat zwar ein bisschen Spaß gemacht, ja, da in dieser ganzen Brühe da rumzuplanschen, aber es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Man sieht es jetzt nicht so, aber ich habe wirklich geschwitzt wie Sau. Und nach einer kleinen Verschnaufspause wollte ich euch dann schon mal zeigen, welche Zahlen ich notiert habe. Also erst einmal der Blick ins Becken. So viele Bälle habe ich schon eingesammelt gehabt. Hellgelb, dunkelgelb, orange und rot. Und an der Wand steht rote Bälle 94, orange 50, hellgelb 46 und dunkelgelb 43. Ja, ich habe es leider nicht geschafft. 6 Minuten waren dann doch leider zu kurz, um die ganzen Bälle irgendwie zu sortieren bzw. zu zählen und so weiter und so fort. Ja, ich hätte dann doch nochmal, also ich sag mal 10 Minuten, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Aber so habe ich es leider nicht geschafft. An der Stelle will ich einmal darauf aufmerksam machen. Und zwar besteht bald die Möglichkeit, und ab der 10. Folge, wenn ich die 10. Folge von Risk No Fun gedreht habe, dann dürft ihr aus allen Folgen
euch nochmal eure Lieblings-Challenges raussuchen, von denen, die ich nicht bestanden habe. Und dann gibt es eine Sonderausgabe, eine 11. Ausgabe, wo ich nochmal die Aufgaben machen muss, ja, die ich zuvor schon mal gemacht habe und nicht geschafft habe. Vielleicht entscheidet ihr euch ja nochmal für die Bälle. Wir werden es sehen. Das nur schon mal angemerkt. Es wird ab der 10. Folge dann zur Debatte stehen, welche Aufgaben ich in der 11. Folge noch einmal versuchen soll. So, das war's wieder für heute. Diese Ausgabe von Risk No Fun ist vorüber. Und von 5 Aufgaben habe ich tatsächlich 3 geschafft. Und laut Regelwerk bedeutet das, ich werde nicht bestraft. Ja, kommt auf die nächste Ausgabe. Da erwarten wir 5 neue Challenges. Ich möchte an der Stelle nochmal aufmerksam machen auf den Discord-Server. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Schizoplays. Und dort gibt es ganz speziell die Kategorie für Anregung und Kritik auch zu No Risk No Fun. Also wenn ihr da mal vielleicht Ideen habt für irgendwelche Challenges, die ich mal unbedingt machen soll, dann schreibt es da unbedingt rein. Würde mich sehr, sehr freuen und dann würde ich es auf jeden Fall auch hier umsetzen, wenn es nicht zu krass ist. Ne? Da waren schon Sachen dabei, ich soll irgendwie Kot in ein Kondom stopfen und mich damit dann selbst verprügeln. Nein, das mache ich natürlich nicht. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Schizostreamer.